Der Fund eines verdächtigen Pakets hat am Freitagnachmittag in Potsdam einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Explosionsfähig war die Vorrichtung aber wohl nicht. Bombenalarm am Potsdamer Weihnachtsmarkt. Ganz in der Nähe der vielen Besucher ist am Freitagnachmittag ein gefährliches Paket mit hunderten kleinen Nägeln und einem sogenannten Polenböller entdeckt worden. Bombenentschärfer machten den Fund unschädlich. Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter, SPD, betonte am Freitagabend, dass von dem Fund Gefahr ausgegangen wäre, wenn der Sprengkörper zündfähig gewesen wäre, das Paket enthielt aber keinen Zünder. Ein Lieferdienst hatte es in einer Apotheke in unmittelbarer Nähe der Weihnachtsmarktbuden abgegeben. Rund um das Geschäft wurde ein Sperrbezirk von etwa 100 Metern eingerichtet. Polizei warnt vor voreiligen Schlüssen, die Hintergründe waren bis zum späten Abend noch völlig unklar. Der für politische Straftaten zuständige Staatsschutz des Landeskriminalamts übernahm die Ermittlungen. Schröter betonte zugleich, es sei zu früh, von einem Anschlag auf den Potsdamer Weihnachtsmarkt zu sprechen. Das Paket könne auch dem Apotheker gegolten haben. Die Polizei warnte vor voreiligen Schlüssen. Die Ermittler wollen nun bundesweit nach möglichen Parallelen suchen. Es werde in den kommenden Tagen geprüft, ob Inhalte des Sprengsatzes ohne Zünder schon einmal irgendwo anders entdeckt worden seien, sagte Schröter am Abend im RBB. Man werde Abfragen an alle Bundesländer richten, sobald der Inhalt endgültig analysiert sei. /Stern, Sedata Stern /im Global AD Tagregister, CBR 100-POS1, TTUP 1, /Stern Stern /keinerlei Hinweise im Vorfeld. Schröter sprach von einem sehr gut imitierten Sprengkörper. Der Minister betonte, von einem sogenannten Polenböller gehe in einem fest verschlossenen Behältnis eine erhebliche Sprengkraft aus. Der Vorfall sei komplett überraschend, fügte er hinzu. Es habe im Vorfeld keinerlei Hinweise darauf gegeben. Zugleich kündigte er an, dass die Polizeipräsenz am Weihnachtsmarkt verstärkt werde. Die Polizei hatte am Nachmittag zunächst von einer unkonventionellen Spreng- oder Brandvorrichtung gesprochen. Der Begriff wird häufig für eine Bombe benutzt. Dass in dem Paket Nägel waren, zeigte eine Röntgenuntersuchung. Die Polizei sprach von etlichen 100 Gramm Nägeln sowie Drähten und Batterien. Die Nägel befanden sich in einem Metallgefäß, ähnlich einer Konservendose. Suche mit Spürhunden nach weiteren Paketen der Apothekeninhaber, sagte der Zeitung Potsdamer Neueste Nachrichten. Beim Auspacken habe man gemerkt, dass da so